So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ist das denn noch Kitchen? Wir sitzen schon wieder draußen. Das ist gar nicht die Küche, ne? Außer wir haben das Fenster hinten aufgemacht und dabei ist die ganze Wand eingerissen. Deswegen können wir jetzt hinten rausgucken. Der Hannes ist immer noch am Start. Wir haben gerade den C-Day gestreamt, aber nur 2 Stunden statt 6 Stunden. 2 Stunden, weil, wie gesagt, wir haben ja noch was vor. Und was wir vorhaben, wir haben uns hier schön eindekoriert, ne? Um euch das mal zu zeigen. Da ist ein Hannes sein Teller. Da ist mein Teller, da haben wir Sweet Chili Soße, da haben wir was zu trinken und hier gibt es natürlich noch was zu essen. Und was das genau ist, können wir euch gleich zeigen. Wir machen nämlich jetzt die Dschungel Camp Edition sozusagen. Wer das von Kanal Phänomenal gesehen hat, der hat ja diese von Snack Insects, hat er ja diese Ampullen bestellt, ja. Da waren ja jetzt verschiedene Viecher drin. Da waren hier Mehlwürmer, Buffalo-Würmer, Grillen und Heuschrecken. Jetzt fanden wir das etwas verschwenderisch, denn der hat da immer so 3 Stück auf dem Teller, hat eins probiert und gesagt, bäh, und dann war das weg. Dann habe ich mir gedacht, das muss doch möglich sein, das kann doch gar nicht so schlimm sein, dass du dir einfach die ganze Ampulle reinziehst. Wir sind jetzt zu zweit, wir werden das aufteilen. Wir werden jetzt diese 4 Ampullen versuchen, einfach ganz zu essen. Jeder kriegt die Hälfte immer auf seinen Teller. Junge, Junge, Junge. Jeder kriegt die Hälfte auf seinen Teller. Zur Not gibt es ein bisschen Sweet Chili Soße dazu, wenn man da Bock hat. Sieht auf jeden Fall schön aus. Hier ist so ein Logo, so eine Gabel, da ist so eine Heuschrecke dran. Snack Insects zum Kochen und Essen. Wir wollten eigentlich erst ein Menü damit zubereiten, ja, oder irgendwas kochen, aber lass mal einfach weg. Wir sind ja alt und groß genug, ja. Das kommt so, wie man es auf dem Spielplatz findet, kommt es in den Mund und wird genascht. Das legt man jetzt also hier rüber. Das legt man da drauf. So, mit was fangen wir denn an? Buffalo, Grillen, Heuschrecken, Mehl. Was ist das kleinste, unscheinbarste? So wie es aussieht, die Buffalo-Würmer, oder? Die sind kleiner. Ja. Sieht alles gleich aus. Wenn ihr das so rumseht, so sieht das doch richtig schön aus. Die Buffalo-Würmer, die Grillen, die Heuschrecken, die Mehlwürmer. Wir packen das jetzt alles hier rüber. Das auch. Und haben das jetzt hier übrig. Das packen wir jetzt aus auf den Teller. Jeder kriegt seine Portion. Grüße gehen raus an Kanal Phänomenal. Ohne den würde ich das nämlich gar nicht kennen. Ich dachte, okay, coole Sache. Der verlinkt das auch immer schön. Wir werden das jetzt hier mal rausziehen, wenn das geht, so wie ich das dachte. Das hängt. Was ist das denn hier? Das ist festgeklebt. Jetzt dachte ich, das hast du schön in der Hand und dann passt das. Gefriergetrocknete Buffalo-Würmer für den menschlichen Verzehr. Also die Würmer essen euch, ne? Nicht andersrum. Der menschliche Verzehr. Also, Zubereitung. Die Insekten zum Beispiel in einer Pfanne anrösten oder im Backofen erhitzen. Anschließend je nach Belieben mit Gewürzen abschmecken oder als süße Variante mit Schokolade oder Karamell servieren. Der Hannes ist auch so süß genug, ja, deswegen. Genau. Ihr seht das hier, so sehen die aus. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts, weil die Kamera nämlich komisch ist. Ich kipp dir einfach da jetzt mal einen Haufen drauf. Ja. Toll. Wunderprächtig. Ja, das waren Buffalo-Würmer. Tja. Sieht jetzt ungefähr so aus. Einfach nur so ein paar Röstzwiebeln. Fertig. Wir probieren jetzt einfach mal so. Wahrscheinlich braucht man gar keine. Das ist ja so wenig. Das hättet ihr direkt gleich mit der Hand reinschießen können. Ein Löffel voll. Ja, nochmal für euch. So sieht das aus. Knusprig, trocken, irgendwie nussig. Nussigen Geschmack, ja. Ich frage mich, warum soll man das anrösten und nochmal warm machen? Das schmeckt gerade so, als käme es frisch aus dem Backofen. Es hat eine unglaublich röstige, ein röstiges Aroma schon. Also finde ich genial, verstehe ich nicht. Aber wie gut sich das gehalten hat. Ja, die sind gefriergetrocknet, also deswegen sind die auch so wunderbar knusprig. Ey, ich erkenne wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt mir
eine Walnuss reinschiebe und esse oder ob ich plötzlich irgendwelche komischen Würmer esse. Ja. Das heißt, weil es so gut schmeckt, lasse ich sogar die Sweet Chili Soße gerade mal weg. Jetzt kriege ich nur wieder extra Sodbrennen, das wollen wir ja nicht. So. Und die sind auch sehr eiweißhaltig. Mhm. Was bringt Eiweiß? Muskel. Im Prinzip Muskelaufbau. Ihr esst euch Muskeln an. Oder so. Mit Würmern. Und gesund. Die sind richtig gesund. Da hängen noch ein paar da, die kriegt man die wieder runter. So, Teller ist leer. Das hat was. Ich liebe es. Hätte ich sogar gern noch eine Portion, muss ich sagen. Ja. Passt, schmeckt. Bin ich mal gespannt, was der Unterschied ist jetzt zu den Mehlwürmern. Im Endeffekt schmeckt eh alles gleich, einfach nur noch Staub und Heu. Aber nach knusprigen, gerösteten Staub und Heu. Aber ich finde, so staubig waren die gar nicht. Es steht wahrscheinlich eh überall dasselbe drauf, deswegen ist das wurscht. Ja. Mit der Zubereitung, aber wie gesagt, Zubereitung braucht man nicht. Hier wird nichts zubereitet, hier wird einfach gegessen, so wie es auf den Tisch kommt. Sie sind auf jeden Fall ein bisschen größer, sind geriffelter. Du darfst wieder zuerst auf dein Tellerchen. Wunderbar. Das ist aber, wenn das so rauskommt, wie das aussieht. Toll. Du hast einen schönen Haufen, mir ist alles verteilt. Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich mach noch die Ampulle zu, ne? Ja, weiß gar nicht, ob man bei den Heuschrecken oder Dings, ob man da was abmachen muss oder ob man die auch einfach so reinsteckt. Die sind eigentlich schon eigentlich so weit zubereitet, die Füße sind weg. Also die hinteren Füße müssen wir ab, aber der Rest kann dranbleiben. Also. Wie? Die hinteren Füße sind doch das Beste. So, wir probieren jetzt auf jeden sind Fall. Die Flügel. Okay, vom Giratina. So, seht ihr das, wie die aussehen? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Schmeckt auch komplett nussig, aber irgendwie eine andere Nusssorte. Ich fand trotzdem, das andere hat irgendwie so, hat warm geschmeckt. Ja. Und die schmecken so wie Haselnüsse. Haselnüsse, ja. Also pff, das sind bestimmt alles einfach nur Scherzartikel. Alter, guck dich den an. Du siehst alles, jedes. Die Visage, guck mal, der guckt sogar noch. Seht ihr die Augen und den Mund und da die Beinchen hier vorne? Jetzt ist er runtergefallen. Davon müsste man mal ein Foto machen. Aber nee, wir essen es lieber schnell weg. Sonst hauen sie ab. Also bin immer noch überrascht. Na? Ich finde trotzdem, die ersten waren aber, also haben mir geschmacklich besser gefallen. Vom Geschmack her waren die vorigen milder, jetzt nicht milder, aber so ein ganz besonderer Geschmack war das. Den Rest saugt man wieder vom Teller ab, weil wir uns nicht anders helfen müssen. So, wunderbar. Sind sie nur noch zwei? Grillen und Heuschrecken, ja. Natürlich sind die Heuschrecken das Größte, das heißt, wir müssen mit den Grillen weitermachen. Ich hätte natürlich das trotzdem gerne mal probiert, wie das mit Soße ist. Ich glaube, das kommt bestimmt jetzt auch mal zum Einsatz. Einfach nur mal so zum Testen. Guckt euch das an. Die sind auf jeden Fall größer. Riecht auch schon wieder nach alter Scheune. Hammer, oh jetzt hält sich das noch fest. Gehst du raus?
Sieht auf jeden Fall immer gefährlicher aus, ja, muss man dazu sagen. Guckt euch das an, hier einfach ein Häufchen zurechtgemacht, da auch ein Häufchen Elend. Könnt ihr hier den Kopf sehen? Leider ist das bei der Kamera halt so, dass ich nicht nah ran kann. Da sieht man noch, wie sich's zusammengeformt hat, die Arme, die Beine, hängt einfach nur da in Embryostellung, sieht ganz friedlich und gemütlich aus. Mit dem Hannes haben die nicht gerechnet. Nee. Hast du schon probiert? Nee, noch nicht. Nee. Okay. Zum Wohle. Einfach eine Gabel voll. Eine Gabel vor allem. Zum Wohle. Hm. Und es schmeckt wieder komplett anders. Ja. Aber auch wieder schön geröstet. Einwandfrei. Das erste Mal, dass ich sagen würde, es schmeckt nicht einfach nach Nuss. Es schmeckt anders. Ich kann das nicht beschreiben, ich weiß nicht. Aber ich finde das geil, da hat wirklich jedes einzelne hat irgendwie einen anderen Geschmack gehabt. Den Nachgeschmack, den ich jetzt habe, der erinnert mich damals an die Zeit in Sonneberg beim Schweißerlehrgang. Immer wenn wir in der Schweißerkabine gesessen haben und haben geschweißt, lag so ein Dunst, so ein Geruch in der Luft. So schmeckt das gerade im Abgang. Nach Schweißerlehrgang, jetzt habt ihr das. Was, ja? Ich muss jetzt mal hier probieren mit. Wenn ich mir ein bisschen Soße mal da drauf. So, wir haben jetzt hier, wollen wir gucken. Das ist eine Kombination. Ist auch mal ein. Nee. Nö, hier ist das so. So, haben wir einen ganz kleinen Fleck da drauf. Gut. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr, jetzt schmecke ich nur noch Soße. Also ich glaube, das ist wirklich besser, ihr esst die so, weil es geht ja gerade um den Geschmack. Der Geschmack ist ja das Besondere. Wenn jetzt da die Soße drauf knallt und ihr merkt nur noch die Soße und merkt gar nicht mehr, was ihr esst, dann könnt ihr auch eine Scheibe Toastbrot nehmen. Wenn die Soße drauf machen, dann müsst ihr euch nicht so teure Insekten kaufen. Deswegen esst die pur, genießt die so, wie die sind. Guckt ihr euch halt nicht allzu lange an, dass ihr da noch Mitleid bekommt. Ja, zumindest für Tierliebhaber ist es nichts. Es fühlt sich auch alles gleich an, egal ob ihr da ein Bein, den Rücken, den Kopf, das Auge, es ist alles gleich, es ist alles zack. Könnt ihr mit der Zunge sozusagen zerdrücken, so schön zärtlich ist das. Aber wir haben noch die Heuschrecken übrig. Muss ich sagen, vor denen habe ich Respekt. Denn die, 1, 2, 3, 4, Alter, das sind 5 Stück. Einfach genau 5 nebeneinander, die liegen einfach so da drin. Und die sehen richtig krank aus. Kann man die so essen, kann man die so nicht essen? Muss da was weg? Ja, du siehst ja die Flügel. Ja, die getigerten Flügel, oh mein Gott. Die kann man im Prinzip abmachen und die separat als, in den Ofen reinhauen und als Chips hermachen. Oh, sehr lecker. Tja, das geht nicht auf, ne? Macht nichts. Drei hier. Aber guckt euch das doch mal an. Was für Oschis das sind. Also. Hier 3 Stück. Normalerweise, wie gesagt, die nehmen dir in die Hand und die, siehst ja, die fliegen haben, durch die Gegend, wie groß das ist. Siehst du, die haben hinten auch die Beine abgemacht, weil die nicht schmackhaft sind. Aber die bringen dich jetzt nicht um, oder? Nee, kann man einfach essen. Nee. Ist wie wenn bei der Leberwurst die Haut mit isst, das bringt dich nicht um. Oh gut, nee. Tut, das bringt dich vielleicht doch um, aber ich weiß es nicht. Aber wollen wir es machen wie Ozzy Osbourne, den Kopf abbeißen? Man nimmt die einfach ganz rein, gell? Boah, bitte. Ein ganzer Lümmel. Das gibt mir ins Holzige. Aber knusprig. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Mm.
Das hat leicht was von Walnüssen. Also ja, kann man auf jeden Fall mal essen, kann man mal probieren, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, abends zum Snacken ziehe ich mir eine ganze Tüte rein. Dann lieber die Würmer, die Buffalo-Würmer oder die Grillen. Ich finde, die Grillen waren eigentlich perfekt. Die Grillen, die waren so mittelgroß, kleiner als das, größer als die Würmer. Die haben richtig gut geschmeckt. Auch diese schöne Röstnote, vermisse ich hier ein bisschen. Das wirkt halt wirklich etwas staubig, sage ich immer. Fad. Aber nimmt man natürlich mit, wenn es schon einmal so da hängt. Mhm. Also. So, die dritte natürlich noch hinterher. Das seht ihr, wie man das macht. Ne? Wir bewerben uns hiermit offiziell fürs Dschungelcamp. Ne? Denn jetzt, wo wir die gefriertrockenen, die gefriertrockener Kings sind, müssen wir das Ganze natürlich noch lebendig verzehren und dann sind wir die absoluten Pros. War ein kurzes kleines Video, ja. Kurz, 16 Minuten. Also ich wäre nicht abgeneigt. Ich glaube, ich würde sowas sogar nochmal bestellen, um die Geschmäcker auch nochmal zu teilen. Ich meine, Pupsi bringe ich nie dazu, dass sich das probiert oder isst, aber vielleicht mal der Mutter oder so mal sagen, guck mal Mama, hab heute Heuschreckensalat gemacht, willst du mal probieren, dass sie sich das reinzieht. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, wie gesagt, guckt mal nach Snack Insects. Entweder die Internetadresse www.snackinsects.com oder ihr könnt auch einfach Snack Insects eingeben bei Amazon. Da findet ihr bestimmt auch den Shop und irgendwas. Das, was macht man jetzt damit? Nix. Zucker, Salz rein, Pfeffer und dann könnt ihr da immer schön würzen. Ne? Ich sag's euch. Ist auf jeden Fall cool verpackt. Fand ich, sah auch gut aus mit diesen Ampullen. Kann man jetzt immer noch. Ne? Sieht alles sehr hochwertig aus. Wasser habe ich umsonst dabei, haben wir gar nicht gebraucht. Beutel ist am Start. War eine erfolgreiche Challenge, sagen wir mal. Und wir haben noch was Ausstehendes, nämlich die Hot Challenge mit diesem Book of Pleasure and Pain, wo 12 verschiedene Chili-Soßen drin sind, geordnet nach Schärfegrad. Das wollen wir jetzt in der Zeit, wo Hannes da ist, auch noch machen, auch noch testen. Müssen wir mal gucken, was genau da die Regeln sind, wie das ist. Ist immer so ein Fläschchen, ob man das jetzt einfach nur einen Löffel voll, jeder probiert immer. Müsste ja eigentlich reichen, oder? Ja, wir können auch ganz aus was trinken, wenn es ist, aber. Ja, und dann hast du eine, die ist richtig lecker. Und dann denkst du abends bei deinem Burger, oh, jetzt eine schöne Chili. Ach, ist ja alles leer. Haben sie ja gesoffen im Video. Deswegen. Ja, durchprobieren einfach. Schauen wir einfach mal. Seht ihr ja dann, wie wir es machen. Ich habe immer noch die Heuschrecke im Gesicht, also im Mund. Es wird irgendwie nicht weniger. Also es ist irgendwie so Matsch, so Brei, der hier auf der rechten Seite hängt. Und ich die ganze Zeit wie ein Kaugummi drauf rumknatsche. Das ist auf jeden Fall cool. Heuschrecken-Kaugummi, jetzt neu. Das war's von unserer Seite aus. Habt ihr auch sowas schon mal probiert? War damals mal mit Bob. Wir waren bei der Mac in Erfurt und danach. In Erfurt war auch gleichzeitig dieses Street Food Festival. Da haben wir auch mal so Heuschrecken probiert. Die waren aber wieder ganz anders. In so einem Becherchen mit Soßen dabei. Und dieses Gefriergetrocknete, ne, das gibt es auch ein Video irgendwo auf dem Kanal. Könnt ihr euch ja selbst mal raussuchen oder ich versuche es mal unten drunter zu verlinken, irgendwas. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis, nochmal ein ganz anderer Geschmack gewesen, als ich das kannte. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Hannes.